Inside Racing wird Ihnen präsentiert von Dunlop. Die Leckerbissen. Eine schöne Rennfahrerin, ein Rallye-Altmeister und der größte deutsche Panikrocker. Sie haben nur eins gemeinsam. Sie sind on the road. Von Hamburg bis Berlin. Von der Elbe an die Spree. Der richtige Sprit im Tank, essentiell wichtig für die Genauigkeitsfahrt. Wir fahren auf Eierlikör. Stilecht, dieser quietsch-orangefarbene Rennbus. Frisch poliert, gehegt und gepflegt. Sein halbes Leben auf dem Weg zu den Rennstrecken dieser Welt. Also früher war es an den Rennstrecken natürlich ganz anders als heute. Früher wurde noch sehr viel improvisiert. Diese alten Busse wurden aber speziell schon für diese Rennen damals hergerichtet. Die waren natürlich voll Reifen und Technik voll gestopft, was nur reingegangen ist. Und dann ist man dann quasi mit den Autos, die sind meistens auf Achse gefahren mit den Rennwagen und die Busse quasi parallel dazu hinterher. Reifen, ein Faszinosum, praktikabel und ästhetisch zugleich. Weiß oder schwarz, kleine aber feine Veränderungen über die Zeit. Mit diesem Ford Capri begann ein neuer Kult. Es gibt einige Meilensteine bei der Reifenentwicklung. In der Zeit, wo diese Autos, also 70er Jahren, 60er Jahren, als diese Autos populär waren, ist gerade der Stahlgürtelreifen eingeführt worden. Und das war ein ganz großer Schritt in der Reifenentwicklung. Der Reifen war komfortabler, man hat ganz andere Fahreigenschaften bekommen. Und das war so die Zeit, wo diese Reifen dann auch in jedermanns Munde war. Das Ziel bei dieser Rallye? Klar, der Weg und sonst so? Wertungsprüfungen in der vorgegebenen Zeit zu absolvieren. Rallye-Altmeister Rauno Altonen im Mini Cooper S. Schon damals seine Rennmaschine. Adelige Kaffeefahrt mit Rennfahrer Prinz Leopold von Bayern. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was ist denn Kaffeefahrt? Weil es gibt Cappuccino, Kaffee Latte und so weiter. Es ist eine Fahrt heute, die unglaublich hohe Konzentration verlangt. Dadurch, dass wir viele Wertungsprüfungen haben, die man auf Hundertstel von Sekunden, Bruchteile, durch und überfahren muss. Es ist schon sehr schwer. Also, man braucht viel Übung dazu, aber interessant. Das Wichtigste für Deutschlands Kultrocker Udo Lindenberg, ein Bassdrum-Fuß, geschaffen auch zum Gasgeben. Das Zweitwichtigste, einen äußerst vielseitigen Beifahrer, ein enges Verhältnis, unverzichtbar. Das ist Eddie Kante, mein Freund. Der sagt dann, wo es lang geht. Mein Ehemann. So ungefähr, den kenne ich schon 30 Jahre. Er ist ein Kartenleser, Routenchecker und so, ne? Ja. Und Automechaniker ist er auch und so, ne? Die Kante. Und Bodyguard ist er auch oder sowas, ne? Das ist eine andere Person, ne? Eduard? Ja. Bei Jugend ist es immer los, ne? Ja? Dann viel Spaß. Okay, Leute, ciao. Am anderen Ende des Parkvermehrs. Vorbei am ältesten Wagen. Die Wegzehrung nicht vergessen. Hinter dem James Bond Aston Martin gleich links zum revolutionär quietsch-orangefarbenen Golf 1. Ein flottes Dreierteam mit der Liebe zu den Macken des anderen. Also, sag mal, wenn der Wagen uns nicht im Wege stehen würde, dann wären wir ganz weit vorne. Wir haben Benzinfilter gewechselt. Also ja. Heute geht es ganz nach vorne, ja. Definitiv. Also nicht wir haben ihn gewechselt. Also er wollte nicht immer so, wie wir wollten. Also und er ist, ich würde sagen, gar nicht mal so sportlich, der Wagen. Aber ist ein bisschen wie eine Frau. Ist auch ein bisschen zickig mal, ne? Und muss ja nicht ganz so einfach für uns sein. Der Weg, das Ziel, Berlin.
Inside Racing wurde Ihnen präsentiert von Dunlop.